Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute gibt es mal wieder einen einfachen Kuchen, und zwar einen Zitronenkuchen. Super saftig und sehr, sehr lecker, sehr fluffig. Ich verwende für dieses Rezept eine Gugelhupfform von 22 cm Durchmesser. Ich habe sie mir schon mit Butter ausgefettet und sehr gut bemehlt. Ganz, ganz wichtig auch hier innen, diesen Steg zu bemehlen, das nicht zu vergessen. Sonst bleibt euch nachher der Gugelhupf nämlich kleben in der Form. Also nehmt euch dafür wirklich Zeit, das vernünftig zu machen. Im Hintergrund heizt mein Ofen auch schon vor auf 175 Grad Ober-Unterhitze oder eben 150 Grad Umluft. Bevor wir starten ins Rezept, möchte ich noch sagen, hier direkt unter dem Titel findet ihr in der Videobeschreibung alle wichtigen Infos und auch den Link zum Rezept zum Ausdrucken bei mir auf dem Blog. Also da müsst ihr jetzt nicht mitschreiben. Ein herzliches Willkommen auch an alle Neuen auf diesem Kanal. Wir sind eine super Torten-Community und treffen uns jeden Sonntag um 10 Uhr zu einem neuen Torten- oder Kuchen-Video. Also lasst uns starten mit dem leckeren Zitronen-Gugelhupfteig. Wir geben 200 Gramm weiche Butter in eine Schüssel. Die darf ruhig richtig schön weich sein, dass man sie ganz leicht zerdrücken kann. So sollte sie aussehen. Dann ist sie richtig, also stellt sie vor dem Backen schön raus. Sowieso sollten alle Zutaten Zimmertemperatur haben für dieses Rezept. Dazu kommt nun 200 Gramm Zucker und die abgeriebene Schale von 1 bis 2 Zitronen, je nach Größe. Ich sag mal so 2 Teelöffel Zitronenschalenabrieb sollten es schon sein. Hier in diesem Gerät kann man das ganz gut aufsammeln und dann sieht man auch, wie viel man hat. Da kann ruhig noch ein bisschen mehr, so ungefähr die doppelte Menge dann. Jetzt haben wir so ungefähr einen Teelöffel. Also ich denke, so 2 Zitronen sollte man schon abreiben, damit auch der Zitronengeschmack richtig intensiv wird. Natürlich die Zitronen vorher schön abwaschen und auch am besten Bio-Zitronen verwenden, denn die Pestizide lassen sich aus der Schale auch durch Waschen nicht entfernen. Die zweite ist jetzt ganz klein hier, aber das reicht jetzt. Das Zitronenaroma ist beigegeben und jetzt wollen wir uns den Zucker mit der Butter und der Zitronenschale 10 Minuten weißcremig aufschlagen. Wunderbar, die Butter ist wirklich richtig schön schaumig und cremig und sollte die Farbe so ein bisschen gewechselt haben von gelblich zu weißlich hin, dann ist sie richtig. Und jetzt rühren wir die zimmerwarmen Eier, und zwar 5 mittelgroße Eier, der Reihe nach unter und schlagen sie jeweils 1 Minute schön mit der Butter schaumig weiter. Gerne auch zwischendurch den Teig einmal runterkratzen von den Schüsselwänden. Und natürlich könnt ihr dieses Rezept auch in der Küchenmaschine herstellen. Weitere 3 Eier hinzugeben. Sobald die Masse so schön aufgeschlagen ist, können wir uns das Mehl mit der Stärke und dem Backpulver vermischen. Und zwar 240 Gramm Mehl, 50 Gramm Stärke. Und dazu gebe ich 3 gestrichene Teelöffel Backpulver. 1, 2, 3. Und hier können wir jetzt auch noch eine Prise Salz dazugeben für den runden Geschmack. Das alles miteinander schön vermengen, damit sich das Backpulver sehr gut verteilt und auch die Stärke und auch natürlich das Salz, dass nicht alles irgendwo an einer Ecke hockt. Und jetzt kann die Mehlmischung abwechselnd mit 80 ml Milch und 8 Esslöffeln Zitronensaft unter unsere Eierzuckermischung gerührt werden. Also das Mehl einfach gerade drüber sieben, am besten so in 2 Portionen. Und jetzt auf niedriger Stufe einfach alles schön verrühren. Und dabei die Milch und Zitrone abwechselnd hinzufügen. Nicht zu lange rühren. Wenn das Mehl untergehoben wird, muss das immer sehr kurz geschehen, sonst wird euer Kuchen zu fest. Zweite Portion sieben. Und die restliche Milch und den restlichen Zitronensaft hinzugeben. Ich habe jetzt hier Zitronensaft von 4 Zitronen gehabt. Es waren ungefähr so 80, 90 ml und wie gesagt 80 ml Milch.
Genau, und sobald das Mehl untergehoben ist, gar nicht weiter rühren, sofort stoppen. Dann gehen wir nur noch mit dem Spatel einmal kurz durch, schauen, dass alles miteinander verhoben ist. Und dann ist der Teig auch schon fertig. Wunderbar. Wir können ihn in die Form geben und direkt backen. Alles ist in der Form. Schön glatt streichen. Wunderbar, wir können den Kuchen backen und zwar ungefähr 40 bis 45 Minuten auf der zweiten Schiene von unten bei 150 Grad Umluft oder 180, 175 oder 180 Grad Ober-Unterhitze. Der Kuchen war bei mir jetzt 55 Minuten im Backofen. Nach 45 Minuten war er noch ein bisschen feucht innen drin. Natürlich die Stäbchenprobe nicht vergessen. Und sollte noch Teig hängen bleiben, müsst ihr ihn noch etwas nachbacken. Aber ihr seht, hier bleibt jetzt nichts mehr kleben. Und dann ist der Kuchen fertig. Und wir lassen ihn jetzt auf dem Kuchengitter vollständig auskühlen. Mindestens eine Stunde. Bitte jetzt nicht stürzen. Der Kuchen würde wahrscheinlich brechen, weil er noch so ganz weich ist. Der muss sich erst noch festigen. Und er lässt sich auch viel besser stürzen, wenn er abgekühlt ist. Nach der Kühlzeit dann den Gugelhupf stürzen und die Haube entfernen. Und ihr seht, es ist ein wunderschöner Gugelhupf entstanden. Und ich kann euch sagen, er schmeckt traumhaft lecker. Wer mag, kann ihn jetzt noch tränken. Das heißt, wir stechen ihn mehrfach ein. So viel ihr mögt. Und jetzt nehmen wir einfach eine Mischung aus 3 Esslöffeln Zitronensaft und 3 Esslöffeln Orangensaft und streichen die so ein bisschen drüber. Der Gugelhupf kann dann noch ein bisschen durchziehen und darf dann einfach mit einem Guss, mit einem Zitronenguss, einem Orangenguss oder einfach mit Puderzucker bestäubt werden. Das ist optional, das muss man nicht unbedingt machen, aber es schmeckt dann halt noch mehr nach Zitrone, noch saftiger. Es kann auch nur so ein Hauch sein. So, jetzt natürlich nach dem Tränken noch etwas warten, bis man den Puderzucker aufgibt. Oder ihr könnt auch einen Guss herstellen aus Zitronensaft und Puderzucker. Einfach etwas Puderzucker und ein paar Tropfen Zitronensaft hinzurühren und schon ist euer Guss fertig. Und ich rühre das immer ganz nach Gefühl an. Ich habe jetzt noch ein bisschen was von dem Saft hier übrig gehabt und gebe da einfach Puderzucker rein, am besten gesiebt, dann klumpt es nicht so. Und dann schaut man, dass es die richtige Konsistenz hat, dass es schön fließfähig ist, aber auch nicht zu dünn. Und dann kann man den Guss auch schon auf den Gugelhupf geben. Und er kann entweder verstrichen werden oder einfach gegossen, ganz wie ihr das Outfit haben möchtet. Und los geht's! Alles noch ein wenig mit dem Pinsel verstreichen, wenn man möchte. Man kann natürlich auch Nasen runterfließen lassen, je nachdem wie dick der Guss ist und wie lange man den Gugelhupf aufbewahren will. Und so ist der Gugelhupf dann fertig und wir können ihn probieren. So, dann schneiden wir das gute Stück einmal an. Ihr seht, ich habe noch etwas Puderzucker überstäubt. Gerne auch mit etwas Stärke vermischen, dann hält er besser auf feuchten Kuchen. Und da kommt unser fantastischer, super leckerer, saftiger Zitronen-Gugelhupf. Ein toller Kuchen, für jede Party geeignet, für jeden Geburtstag. Ich liebe diesen Kuchen einfach. Saftig und zitronig. Ich freue mich jetzt auf mein Gugelstückchen hier. Mega, mega saftig. Ihr seht es vielleicht, durch die Tränke ist er natürlich noch saftiger. Ich habe auch noch ein bisschen Puderzucker übergestäubt. Sehr schön zitronig schmeckt dieser Kuchen. Kann ich nur empfehlen für den Sonntag oder auch für einen Geburtstag. Einfach sehr, sehr lecker, sehr saftig, sehr fluffig. Das war der super saftige Zitronen-Gugelhupf. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ihr probiert es einmal aus. Und wenn ihr ihn nachgebacken habt, dann freue ich mich wie immer über Fotos auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr hier unten in der Infobox. Wir sehen uns erst in 3 Wochen wieder, denn jetzt kommen ja die Pfingstferien hier in Baden-Württemberg und da sind wir in Kroatien. Euch allen viel Spaß beim Backen, bleibt gesund. Schöne Ferien, falls ihr auch Ferien habt. Bis bald. Tschüss.